Das Leadership Festival der DFB-Akademie in Frankfurt. Vorträge von prominenten Gesichtern zur Zukunft des deutschen Fußballs. Frische Ideen, neue Inspiration. Dafür reisten in der vergangenen Woche 15 Sportdirektoren aus der ersten und zweiten Liga sowie dem DFB durch Amerika. Für die Rückkehr in die Weltspitze zieht der DFB so einige Register. 15 Sportdirektoren sind letzte Woche nach Amerika gegangen. Freddy Bobic war auch heute wieder hier. Die Bundesliga und auch die Verantwortlichen in der Bundesliga sind total offen. Aber sie stehen natürlich unter enormen Druck, sportlichen Druck, teilweise dann auch wirtschaftlichen Druck, weil natürlich Auf- und Abstieg unglaublich entscheidend sind. Das haben wir jetzt auch in Amerika mit den Verantwortlichen diskutiert. Wenn du natürlich weißt, du kannst mal eine schlechte Saison haben, aber du bleibst in der Liga, dir bleiben die Gelder erhalten, kannst du natürlich das Ganze auch ein bisschen strategischer angehen. Also ich glaube, die Bundesliga ist da schon auf einem guten Weg, aber wir müssen uns natürlich alle, auch wir beim DFB, immer wieder verbessern, aus Fehlern lernen und natürlich gute Beispiele herziehen, wie ein Dirk Nowitzki, um dann eben auch gewisse Dinge umzusetzen. Unter dem Motto Vorbilder vor sprach die deutsche Basketballlegende Dirk Nowitzki über Lernen aus seiner Karriere. Wertvolle Erfahrungsschätze für jeden Sportler. Ich bin nicht in die NBA gegangen, um Riesengeld zu verdienen, sondern ich wollte mich messen mit den Besten in der Welt. Ich wollte mich da durchsetzen. Ich wollte einmal All-Star werden. Ich wollte einmal Meister werden. Ich wollte einmal zu den Olympischen Spielen. Also ich hatte einfach sportliche Träume, aber das habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass ich mich nicht in der NBA als Marke gesehen habe, sondern als Sportler, der beste Sportler sein will, der ich sein kann. Mit Erfolg. 2011 führt Nowitzki die Dallas Mavericks sensationell zum NBA-Titel und krönt sich selbst zum MVP. Seine Führungsqualität, eine Eigenschaft, von der sich jeder Leistungssportler, auch im Deutschen Fußballbund, etwas abschauen kann. Ein Leader muss inspirieren und motivieren können, also vor allem eben ein Coach, der muss die Jungs irgendwie mitreißen können. Und der muss sie motivieren, die müssen nach einer Ansprache durch eine Mauer rennen wollen. Und das habe ich immer versucht, wenig zu sagen, aber wenn ich was gesagt habe, dann direkt auf den Punkt. Und dann sind wir alle normalerweise immer hinterhergerannt. Und wie gesagt, für mich war das immer ein bisschen komisch, mich hinzustellen und sagen, ihr müsst jetzt verteidigen. Aber ich habe selber nicht verteidigt. Und daher habe ich das versucht, einfach mit gutem Beispiel immer voranzugehen und immer hart zu spielen, ob ich jetzt krank bin, ob ich verletzt bin. Ich wollte immer für die Mannschaft da sein und wollte da vorne weggehen und wollte die führen, die Mannschaft. Und so habe ich das immer angegangen. Dirk Nowitzki beim DFB Leadership Festival in Frankfurt. Der Deutsche Fußballbund will, im doppelten Sinne, von den ganz Großen lernen. Für eine Zukunft mit dem deutschen Fußball in der Weltspitze.